und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das erste Video diesen Jahres. Wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, stelle ich euch heute meine Halbjahres-Highlights der zweiten Hälfte des letzten Jahres vor. Das heißt, meine Highlights von allen Filmen, die ich letztes Jahr von Juli bis Dezember gesehen habe. Ich würde sagen, los geht's! Bo Burnham Special Inside. Bo Burnham ist Comedian, Sänger, Schauspieler und hat schon zuvor bei einigen Produktionen mitgemacht, wie Promising Young Woman, Girls Night Out. Aber auch seine eigenen Produktionen hat er schon angeleitet. In seinem 2021 erschienenen Comedy-Special Inside jedoch, das er selber schrieb und in dem er auch Regie führte, zeigte er sich durchgehend in einem Raum während der Pandemie und zeigt außerdem, wie sich seine mentale Gesundheit dadurch verändert. Außerdem behandelt er Fragen wie, wozu er überhaupt Comedy macht und beschreibt auch die Beziehung zum Internet und andere ernste Themen wie eben Mental Health. Aber auch eher lockere, mit Ironie zu verstehende Songs erscheinen in seinem Special. So singt er zum Beispiel über Sexting oder das Posten von Bildern auf Instagram von White Woman. Aber selbst bei manchen dieser lustigen Songs habe ich das Gefühl, bestimmte andere Gefühle herauszuhören. Also bei Sexting zum Beispiel höre ich so ein bisschen Overthinking raus. Also er singt ja, oh no, what if she thinks that I'm implying that, bla 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 bla. Und das kann ich gerade so beim Texten total nachvollziehen. Oft denke ich mir auch immer so, oh scheiße, das kam jetzt richtig cringe rüber oder das war total komisch oder so. Und ich glaube, so ein bisschen hat er das auch gemeint mit diesem Text. Aber auch Einsamkeit spielt in diesem Song eine Rolle, wie er wiederholt am Ende des Songs sagt, another night on my own. Vielleicht interpretiere ich gerade zu viel da hinein. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr davon denkt. Aber ich denke auch eben gerade während der Pandemie, ich meine zu der Zeit, wo er das gedreht hat, war es ja alles so am Anfang, ich schätze so 2020 eben. Und da war ja wirklich fast jeglicher physikalischer Kontakt einem verwehrt. Und ich glaube auch, das kann auch der Grund sein für das Thema Sexting. Dass er nicht über Sex an sich redet, sondern Sexting, weil man eben keinen physikalischen Kontakt mehr wirklich haben kann. Das Ganze geht 87 Minuten lang und obwohl er immer wieder lustige Passagen einbezog, habe ich mich am Ende doch so ein bisschen mulmig gefühlt, weil es eben auch um mentale Gesundheit geht und man manchmal vielleicht auch relaten konnte. Ich persönlich wollte Bo am Ende einfach nur noch in den Arm nehmen und sagen, dass alles gut wird. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine erwähnenswerte Performance, vor allem weil er eben das meiste einfach fast komplett selber gemacht hat. Und ich mag es auch, dass er eben so ehrlich ist in seiner Performance, dass er quasi Comedy macht, aber trotzdem sagt, wie schwer es ihm manchmal fällt. Und diese Ehrlichkeit schätze ich sehr. Das Ganze kann man streamen auf Netflix. Mamma Mia. Obwohl der Film Mamma Mia schon 2008 erschien, habe ich ihn erst letztes Jahr das erste Mal gesehen. Schade eigentlich, denn die Musikkomödie ist echt ein guter Film. Regie führte Phyllida Lloyd. Sorry dafür. Und es handelt um Sophie, gespielt von Amanda Seyfried, und ihre Mutter Donna, gespielt von Meryl Streep, die auf einer fiktiven Insel in Griechenland leben und sich auf Sophies Hochzeit vorbereiten. Diese heiratet nämlich bald. Sophie ist ohne ihren Vater aufgewachsen und weiß eigentlich nichts über ihn, findet allerdings dann Donnas Tagebuch und denkt sich, okay, lese ich mal durch, nice, und kontaktiert dann so die drei Männer, die aufgrund der Tagebucheinträge ihrer Mutter mögliche Väter sein könnten. Beziehungsweise einer von den drei Männern wird wahrscheinlich ihr Vater sein. Und lädt diese auch noch zur Hochzeit ein, ohne dass Donna davon was weiß. Die Handlung basiert auf dem Jukebox-Musical Mamma Mia, welches Hits der schwedischen Band ABBA beinhaltet. Tatsächlich war ABBA eine der ersten Musik-CDs, die ich erhalten habe. Und die Musik ist meiner Meinung nach einfach endlos, also kann jung und alt hören, in was für einer Zeit auch immer. Somit sorgt sie auch im Film für immer wiederkehrende Ohrwürmer. Ich persönlich liebe auch einfach Musikfilme, weshalb mir dieser Film sehr gefallen hat. Aber nicht nur die Musik hat überzeugt, sondern auch die Handlung, der Comedy-Aspekt und die Schauspielkünste. Ich meine, Meryl Streep war dabei. Die Fortsetzung Mamma Mia, Here We Go Again erschien 2018, das heißt 10 Jahre nach dem Release des ersten Films. Habe ich aber persönlich noch nicht geguckt, was anscheinend gar nicht so schlimm sein soll, wenn man sich die Kritik anschaut. Anscheinend soll die Fortsetzung ja ein totaler Reinfall gewesen sein, vor allem im Vergleich zum ersten Film. Also falls du ihn gesehen hast, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob es sich lohnt, auch die Fortsetzung anzugucken. Soul. Joe Gardiner ist ein leidenschaftlicher Jazzmusiker, der in einer Schule Musik unterrichtet.
Allerdings war sein Traum schon immer, es als Jazzmusiker zu machen. Im Tage des Geschehens wird er vor die Probe gestellt. Er bekommt nämlich zwei Angebote an einem Tag. Erstens, es wird ihm ein Lehrauftrag in Vollzeit mit Rente und Sozialleistungen an der Schule angeboten. Und zweitens, ein erfolgreicher Schlagzeuger, der ein ehemaliger Schüler von ihm ist, bietet ihm an, in einem Musikclub als Pianist einzuspringen, in dem auch die berühmte Jazz-Ikone Dorothea Williams auftreten soll. Tatsächlich kann er durch sein Vorspielen beeindrucken und geht danach glücklich durch die Straßen, als er in ein Gulliloch fällt und kurz vorm Sterben ist. Jetzt können wir beobachten, wie seine Seele im Jenseits quasi ist und er eigentlich auf dem Weg ist, endgültig von uns zu gehen, sage ich mal. Doch das will er natürlich nicht zulassen, so kurz vor seinem Durchbruch. Also begibt er sich auf die Reise, wieder zur Erde zurückzukehren und lernt dabei auch andere Seelen kennen. Dieser Abenteuer-Trickfilm, der auf Disney Plus zu sehen ist und in dem Peter Doctor Regie führte, ist nicht nur lustig, sondern ermutigt einen auch selber, seine Träume weiter zu verfolgen. Es ist einer der Filme, die meiner Meinung nach sowohl jung als auch alt erreichen können und welche das Leben auf positive Weise hinterfragt. Im Sinne von, bin ich gerade glücklich mit dem, was ich tue und so weiter. Ich persönlich liebe solche Botschaften, da sie mich ermutigen, weiterzukämpfen für das Leben, das auch ich persönlich leben will. Cinderella 2021. Wohl eine der meist umstrittensten Filme des Jahres 2021. Hier haben wir eine weitere Rekreation des Klassikers Cinderella auf Amazon Prime zu finden. Diesmal als Jukebox-Musicals mit Stars wie Camila Cabello, Idina Menzel oder Billy Porter als Hauptcast und Kay Cannon als Regisseur. Ich habe mir schon viel Kritik zu diesem Film angehört und kann davon einiges auch nachvollziehen. Also zum Beispiel, dass es schon wieder eine Cinderella-Aufführung gibt, obwohl es ja schon einige Filme und sogar Broadway-Shows zu sehen gibt. Und dass es auch ungewöhnlich ist, dass eine Popsängerin wie Camila Cabello in einem Musicalfilm dabei ist. Trotzdem ist dieser Film auf meiner Highlight-Liste gelangt. Einfach nur, als ich den Film gesehen habe, basically gut und motivierend fand. Man muss dazu auch noch sagen, dass ich jetzt nicht so krass in diesem Musical-Game drin bin wie andere und deshalb auch eher von außen auf den Film gucken kann und nicht als Musical-Kritiker oder Kenner. Ich fand die Version von Cinderella allerdings tatsächlich lustig und unterhaltend. Und auch der Aspekt von Cinderella als eigenständige, individuelle Frau hat mir sehr gefallen. Da habe ich auch Kritik gesehen, dass es eben auch schon gemacht wurde, aber warum sollte man das nicht beibehalten? Das ist ja was Gutes. Und der Song von Camila Cabello, A Million to One, glaube ich, heißt der, hat mich auch sehr gecatcht. Den habe ich wirklich, nachdem ich den Film geguckt habe, so oft gehört, hat mich auch so sehr motiviert. Und klar, die manche Charakterentscheidungen am Ende des Films kann man hinterfragen. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich sonst spoilern würde. Aber ich sag mal so, am Ende des Films dreht sich alles relativ schnell zum Guten hin. Klar, wir wollen ein Happy End und so, aber das passiert wirklich so schnell, dass es ein bisschen unrealistisch erscheint. Im Endeffekt kann ich ja nur sagen, wie ich den Film persönlich fand, als ich ihn gesehen habe. Und ich muss sagen, er hat mehr verdient, als ihm zugeschrieben wird. Falls ihr ihn gesehen habt, schreibt doch gerne mal rein, wie ihr ihn so fandet. Dune. Dune, der Film, ist eine filmische Adaption des gleichnamigen Buchklassikers. Die Handlung basiert auf der ersten Hälfte des ersten Buches der Romanreihe und Regie hat Denis Villeneuve geführt. Der Science-Fiction-Film handelt von dem Wüstenplaneten Dune oder Arrakis, auf dem die kostbarste Substanz des Universums, das sogenannte Spice, gewonnen wird. Wer Spice zu sich nimmt, kann nämlich in die Zukunft blicken. Vito, gespielt von Oscar Isaac, ist ein Herzog, dem die Verwaltung des genannten Wüstenplaneten aufgetragen wird. Jedoch ist dies eine Falle seines Feindes Baron Vladimir Harkonnen, gespielt von Stellan Skarsgård, was Leto schon ahnt, ihn trotzdem aber nicht daran hindert, mit seinem Sohn Paul, gespielt von Timothy Chalamet, und seiner Partnerin Lady Jessica, Rebecca Ferguson, dort anzureisen, um den Spicerbau unter Aufsicht zu haben. Der Ort ist aber nicht ganz ungefährlich, weil sich dort viele große Sandwürmer aufhalten, denen kaum zu entkommen ist. Und nachdem der Anschlag ausgeführt wurde auf das Adelshaus von Leto, muss Paul mit seiner Mutter in die Wüste fliehen und stößt dabei auf das Volk der Fremen. Das sind quasi Nomaden, welche auf die Ankunft eines prophezeiten Erlösers warten und nun glauben, dass Paul dieser ist. Und genau an dem Punkt findet der Film sein Ende. Ich habe ihn im Kino gesehen und fand ihn sehr beeindruckend.
Ich kann dir aber wieder nur eine äußere Kritik geben, weil ich die Bücher selber noch gar nicht gelesen habe. Aber durch die Musik von Hans Zimmer sowie die herausragenden Schauspielkünste des Casts und die gut eingebrachte Szenerie hat mich dieses Universum überzeugt und ich freue mich wirklich sehr über die Fortsetzung. Das Ende des Films hat sich trotz 2,5 Stunden eigentlich erst wie der Anfang der Geschichte angefühlt, welcher er ja auch eigentlich sozusagen ist. Es gibt außerdem noch ältere Verfilmungen in der Geschichte, die ich allerdings noch nicht gesehen habe. Also, falls sich irgendwer damit auskennt, schreibt gerne rein, ob die irgendwie gut sind oder nicht. So, das war's mit dem ersten Teil der Filmreihe. Ich bin gerade am Schneiden und habe bemerkt, dass das Video relativ lang geht. Deshalb teile ich es auf in 2 Teile. Schreibt für zukünftige Projekte noch gerne in die Kommentare, ob ihr lieber 2x10 Minuten Videos wollt oder ob ihr auch ein Video mit 20 Minuten anschaut. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im zweiten Part wiedersehen. Bye bye. Das Ende des Films hat mich trotz 2,5 Stunden... eigentlich wie der Anfang der Geschichte angehört. Jedoch ist dies eine Falle seines Feindes Bar... Cinderella. Diesmal als Jukebox... I'm back! Ein erfolgreicher Schlagzeuger, der ein ehemaliger Schüler von ihm ist. Und zweitens ein erfolgreicher Schlagzeuger, der in einem Musikclub als Pianist einzuspringen, in dem auch die bewohnte... Just don't work that back. Bietet ihn an... Let me stay up till late. What I do, I won't remember. Alright. Und tatsächlich war aber eines der ersten Musik-CDs, beziehungsweise eines der ersten... Sagt man das so?